Hallo, ihr Technikschnigel. Heute zeige ich mein kleines faltbares Lichtzelt bzw. meine Fotobox, die ich mir gekauft habe, um passende Bilder für die YouTube-Thumbnails zu erstellen. Und in dem Video packe ich erstmal die Fotobox nochmal aus, baue sie auf und zähle ein paar Daten und Fakten auf. Wie erwähnt, hatte ich die Box schon mal offen. Ja, ich packe sie jetzt also quasi zum zweiten Mal auf. Als erstes sehen wir hier die Anleitung, die ich jetzt aber persönlich nicht gebraucht habe. Darunter befinden sich dann die sechs Hintergründe, einmal in Schwarz, Weiß, Grün, Rot, ja, so beige oder was es ist, und Blau. Ziehe ich jetzt mal raus hier. Ich mal kurz zur Seite. Und dann hier die Box an sich. Die hat noch so eine schöne, einen schönen Tragegriff. Trageschlaufe, dass man die auch wie eine Handtasche nutzen kann. Mit einem Kabel hier, USB-Kabel. Und ja, eben dieses rechteckige Teil, keine Ahnung, wie man es nennt, das hält eben die Fotobox auch in ihrer Form. Und es hat hier noch Klett, da kann man dann die Hintergründe befestigen. Und hier noch eine Schlaufe zum Rausziehen. Komme ich gleich noch dazu. Dann ist die Box schon leer. Mal weg. Kurz, was ich hier nicht so gut finde an diesem Teil hier, ist diese Schlaufe. Man muss nämlich dieses Teil hier eben nach hinten einschieben und man kommt dann hier schlecht an diese Schlaufe dran, sodass man es nicht mehr allzu oder dass man es eher schlecht rausbekommt. Also dieses ganze Teil bekommt man eher schlecht raus. Und da ich jetzt nur für zu Hause nutze, kann ich mir oder ist mir das eigentlich relativ egal für Leute, die das jetzt oder die jetzt mobil sein müssen. Und für die kann das eher umständlich sein. So, dann baue ich die Box jetzt mal auf. Hier aufgeklappt. Kann vielleicht ganz gut sehen. Hier sind noch die LEDs. Gleich machst du zu. Dieses Teil hier. Also hier ist oben, dieses Teil hier mit entsprechendem Klett muss auch nach oben. Wie man jetzt sehen kann, ist diese Schlaufe dann hinten. Das jetzt hier einbringe, dass ihr es sehen könnt. Ich hoffe mal. So, auf das Kabel hinten aufpassen, da sind nämlich die LEDs dran, das darf nicht so sehr gequetscht werden. Ja, das passt schon. Wie man jetzt sehen kann, die Schlaufe guckt jetzt nicht mehr raus. Also wird ein bisschen schwierig, dann die ganze Box wieder auseinanderzunehmen. Naja, sei es drum. Hier hinten haben wir das Kabel. So, ich habe euch jetzt nochmal umgestellt, dass ihr es besser sehen könnt, wie ich jetzt diese Hintergründe einbaue. Ich nehme jetzt einfach mal, weil man ja oft dann den Greenscreen nimmt, den grünen Hintergrund. Zuerst packt man die Box auf die Seite, beziehungsweise auf den Hintergrund legt, so dass es eben, dass man von oben reingreifen kann. Hier hinten befinden sich diese Klett, diese gegenteiligen Klett, ich weiß nicht genau, wie es Klett für Verschluss, wie auch immer. Und hier oben sind eben diese anderen Klettteile, Gegenstücke davon, und das legt man jetzt eben hier oben ein. Schön festdrücken und hier unten nochmal glatt streichen, sodass man quasi eine 90-Grad-Linie unten hat. Und schon kann man theoretisch fotografieren, wenn man möchte. Man kann ja auch noch einen Drehteller reinstellen, der zum Beispiel elektrisch angetrieben ist. Dann kann man noch zum Beispiel filmen, wie sich das jeweilige Objekt, was man braucht oder was man filmen oder fotografieren möchte, dass sich das noch dreht. Bevor ich jetzt die Box anschließe, werde ich jetzt noch mal ein paar Fakten nennen. Wir haben hier eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe von 30 cm jeweils. Innen etwas weniger. Das sind nämlich die Außenmaße. Ist also eines der kleinsten Modelle aller Fotoboxen, die ich jetzt so gefunden habe. Mit knapp 30 €, allerdings relativ günstig. Hier oben, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, befinden sich 120 dimmbare LEDs als Ringlicht angebracht, die auf eine Farbtemperatur von
3000 bis ungefähr 5600 Kelvin geschaltet werden können. Man sagt so, bis 3300 Kelvin ist warmweiß. Dann zwischen 3300 und 5600 ist dann ja neutralweiß und ab 5300 Kelvin ist dann tageslichtweiß oder wie man auch sagt, kaltweiß. Bilder kann man sowohl von hier, also wenn man die Box so hinstellt, von hier, von vorne machen, als auch von hier oben. Gibt es einen Kreisausschnitt von etwa 10 cm. Man kann also, wenn man ein Objekt mittig stellt hier unten, kann man auch von oben schöne Bilder machen. So, dann drehe ich die Box mal um. Hat schon gesagt, wir haben hier ein 1,8 Meter langes USB-Kabel. Diese schaltet dann direkt die 120 dimmbaren LEDs. Dimmbar sind die LEDs über diese Fernbedienung in Anführungsstrichen. Zeige ich mal hier genau. Müssen wir scharf stellen. Moment. So. Also haben wir die Plus, Minus, dann die verschiedenen Farbtemperaturen. Also dimmbar nach oben und dimmbar nach unten quasi und eben außen an. Netzteil liegt nicht bei. Man kann aber ganz normale Netzteile verwenden, die jeder zu Hause haben dürfte. Also 5 Volt und 2 Ampere. Oder man nutzt eben eine Powerbank. So ist man auch netzunabhängig und kann auch irgendwo in der Pampa Aufnahmen tätigen, wenn man das jetzt machen möchte. So, dann schließe ich jetzt mal die Fotobox an, beziehungsweise die LEDs. Dazu nehme ich mir ein Netzteil hier, das ist ein ganz normales 5 Volt 2 Ampere Netzteil. Einfach hier reinstecken, klar, jeder weiß, wie USB funktioniert. So, ist jetzt an. Hier sieht man jetzt auch schon, dass die Fernbedienung leuchtet. Ich drehe jetzt mal die Box hier. Ich kann es erkennen. Also ich drücke jetzt hier auf an. Das Licht leuchtet, schön hell. Drücke ich auf die Plus, gut, das ist immer auf der höchsten Stufe. Drücke ich niedriger, jetzt relativ dunkel. Wenn man es denn erkennen kann bei euch. Ansonsten die verschiedenen Farbtemperaturen. Ist jetzt neutralweiß, ist jetzt warmweiß. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Ist jetzt eher kaltweiß, also diese 5600, und die kann man eben verschieden auch nochmal nach oben und unten einstellen, also ganz auf der höchsten Stufe sind es eben diese 5600 Kelvin. Je weiter runter man geht, desto weniger Kelvin werden es. Ansonsten wieder neutralweiß und eben warmweiß. Dann hier eben auch wieder aus. Ja, das war's schon. Wenn ihr Lust auf diese Fotobox bekommen habt, dann schaut mal unten die Videobeschreibung, da habe ich die Box euch mal verlinkt und ja, ansonsten lasst mir gerne ein Like da und oder ein kostenloses Abo, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich blende euch jetzt nochmal ein paar Aufnahmen ein, die ich hier mit meiner Kamera oder mit meinem Handy und der Fotobox zusammen gemacht habe. Ansonsten, ciao!